Confidence. Hallo Sportfreunde, Johannes Hallo, ist mein Name. Hallo Sportfreunde, mein Name, Carsten Pfützenschnitzel. Pfützenreuter heißt er eigentlich. Reuter. Und der kommt ja mal aus der Kamera raus, so, lieber Carsten. Weil du so breit bist, wo soll ich denn hier überhaupt hin? Heute geht's ums Thema. Ja klar, ich mach noch das Thema, wie krieg ich den dicksten Bizeps? Pitfalls versus, du kannst ja aussuchen, entweder Krafttraining oder Pitfalls versus Volumen. Oh Gott. Mach doch, was du gerade gesagt hast. Komm, wir machen mal einen richtigen Fachvortrag. Pitfalls versus Hit. Jetzt schießt okay, pass auf. Okay, es ist super. Mach mal. Jetzt machen wir mal richtig anspruchsvoll. Pitfalls versus ein Hit. Richtig anspruchsvolles Thema. Also vielleicht noch mal ganz wichtig. Ich versuche es jetzt mal im Vorfeld zu erklären. So einfach wie möglich. Pitfalls, weil es wird so kalt langsam hier in dem Pool. Wieso? Muskeln wärmen, Leute. Oh, Muskeln wärmen. Scheiße, also, der Pool ist richtig warm. Muss doch tiefer runter. Ja, ich finde es kalt. Ja, okay, ich bin auch öfter hier im Pool. Pitfalls, also dein Trainingssystem, welches Pausen beinhaltet, ungefähr, keine Ahnung, was mal für ein Rückentraining, 4 bis 5 Übungen maximal. Nein. Pro Übung. Wir haben gesagt Pitfalls versus Hit. So, ja, da müssen wir erstmal dem Zuschauer erklären, was denn überhaupt das Trainingssystem ist. Pitfalls heißt, ich mache eine Pause zwischen jeder Wiederholung. Ja, alle Wiederholungen, die ich sonst auf 2, 3 Sätze verteilen würde, in einem einer Wiederholung, genau. In einem Satz, genau. So. Und man geht eben nicht bis zum Versagen, ja, sondern man schaut, was im Grunde genommen hinter diesem Versagen los gewesen ist. Ja. Man geht dahin, wo man eigentlich sonst mit Versagen hin wollte, ja, hin hätte wollen. Ja. Jetzt müsste man noch das Wort Versagen erklären, das mache ich aber gleich. So, und beim HIIT-Training haben wir die Sache, da ist die Philosophie so kurz wie möglich, so hart wie möglich, so selten wie möglich, in einem Satz bis zum Versagen oder gar darüber hinaus. Aber pro Muskelgruppe oder wie viele Sätze darf man denn beim HIIT machen? Lass uns mal beim Thema bleiben. Ja, ja, also, wie viele Sätze darf man bei einem Pitfalls-Training machen? Wie viele Sätze empfiehlt man bei einem HIIT-Training? Ist ja auch wichtig. Ein Satz empfiehlt man immer. Einen bei Satz? Bei HIIT empfiehlt man einen Satz und bei PIT empfiehlt man einen Satz. Aber ich habe doch nicht nur eine Übung. Ja, also wenn du 3 Übungen machst, machst du 3 Sätze. 3 Übungen, 3 mal einen Satz. Okay. Ja, genau. Also, das ist Training, wenn du 3 Übungen machst, auch 3 Sätze. Ja, gut. Okay, na klar. Logisch. Oh, ist scheiß kalt eben. Johannes, lass uns schnell quasseln. Komm hier hin. Quassel doch. Komm, gib Gas. Jawohl. Wer gewinnt? Der Hit-Sportler oder der Pitfalls-Sportler? Da sind wir wieder bei der Sache, die ich gesagt habe, dass man erstmal erklären muss, was Hit ist, die Geschichte des Hit und ob Hit in der Realität überhaupt funktioniert oder jemals schon mal da gewesen ist. Das, wenn wir das jetzt wirklich machen, würde das ein richtig langes Video. Ne? Was weißt du denn? Also wer hatte, was wird dir dann jetzt spontan bei Hit einfallen? Komm. Bei Hit denke ich an einer Minute. Arthur Jones. Weiter. Mike Mentor. Weiter. In einem Satz die maximal mögliche Intensität entfalten. Das heißt, ruhig mit Hilfe und erzwungenen Wiederholungen arbeiten, um den maximalen Muskelreiz zu setzen. Das so, würde ich jetzt so einfach fangen wir dann mal bei Arthur Jones an. Für alle Leute, die nicht wissen, wer Arthur Jones ist, der wäre heute fürchterlichst beliebt, weil der war nämlich so ein Tierweltjäger. Tierfänger oder wie was? Großwildjäger. Deswegen wäre er beliebt. Der Tiere gefangen und geschossen und verkauft. Der wäre also im Zeitalter von schwarzmähnigen Löwen heute total bei Facebook beliebt. Ja? Ne? So, bleib beim Thema. Okay, ja. Nein, also Arthur Jones war schon ein feiner Kerl, er war auch sehr pfiffig. Und ist halt immer nur fraglich, ob der überhaupt schon mal was mit Sportwissenschaft zu tun gehabt hat. Ja, weil der war nämlich einer der Ersten, die nach dem Motto, mein Training ist wissenschaftlich und durchdacht und toll und valide, ja, auf die Trommel gehauen hat, nach dem Motto, das, was ich mache, ist besser und die Volumentrainierenden trainieren ja alle falsch. Und weil die alle übertrainiert sind, müssen Steroide, also diese Propaganda, ja. Ja. Und im Grunde genommen ging es darum, dass er halt Maschinen entwickelt hat, die auch sehr gut waren, ja. Und das hat er dann halt mit diesen Postulaten untermauert, sprich so kurz wie möglich, so hart wie möglich und so selten wie möglich. Selten wie möglich gefällt mir auch sehr gut. Ja, so, also bis zu 7, 8 Tage, er hat gesagt, Trainingsreiz kann man alle bis zu 10 Tage. Im Grunde genommen hat er, und dieses Konzept gibt es ja heute noch, da kommen wir gleich zu, weil die Sache hat ja eine Weiterentwicklung erfahren, beziehungsweise Umwandlung im Laufe der letzten Jahrzehnte. Ja. Gibt es das Konzept ja heute noch und das ist, wie ich schon mal gesagt habe, für die breite Masse sicherlich eines der besten Dinge, die sie tun könnten, sprich für die Leute, die halt eben nur ein bisschen wollen, in Form bleiben ganz wollen, genau, wenig Zeit haben, ne, mit wenig Zeitaufwand was Schönes erreichen wollen. Und da hat er dann halt entsprechende Maschinen konzipiert und zu der damaligen Zeit war es halt so, um die Effektivität solcher Maschinen zu untermauern, hat man sich dann halt Bodybuilder gesucht. Heute würde man, sprich in die Kamera. Heute würde man wahrscheinlich Sperrwerfer, Turner, Sprinter, Kugelstoßer, weiß nicht was, den Bodybuilder würde man heute nicht mehr nehmen.
Und dann hat er halt, den Casey Fiatal, Mike Menzer und den Ray Menzer so die Birne gewaschen, vor allem dem Mike und dem Ray, dass sie halt Zeit ihres Lebens weiterhin an diese Sache geglaubt haben. Wir kommen gleich nochmal dazu, wieso ich das so sage. Ja. Ich finde, der Poolboy sollte die Maschine mal auslassen, weil das ist echt angenehm. So. Jetzt kommt es Spanisch. Der macht Krach. Ja, das hört man. Guck mal. Perdona. 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 Posible no, no Krach. No mucho. Bravo Maxo hier. Man merkt, ich kann sehr gut Spanisch. Aber dafür kann ja meine Frau Spanisch. Ja, ja, ja. So. Mike Menzer. Mike Menzer, Arthur Jones. Völlig kontextloses Gequatsche. Also kommt man nochmal dazu, so Arthur Jones hat Maschinen entwickelt, um diese Maschinen zu verkaufen, womit er sehr, sehr erfolgreich war, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten der damaligen Zeit. Hat er halt gewisse Theorien in die Welt gesetzt. Im Grunde genommen hätte man auch sagen können, das Klientel, was zum Großteil in ein Studio geht, für die würde es auch tatsächlich ausreichen, das zu machen, was er empfohlen hatte. So, er kam auf die Sache, nach dem Motto, er hatte Löwen in freier Wildbahn beobachtet. Die sind explosiv, explosionsartig schnell, ne, katzenschnell auf die Beute losgeschossen nach dem Motto. Ja. Cinco minuto. Tempo. La piscina. Ja. No, no. Ist okay. Ne? Also ich glaube, was er dir sagen wollte, wir stören ihn nicht. Wir dürfen weitermachen. Ja, das ist ohne Witz, das hat er so gemeint. Also wir können ruhig weitermachen, wir stören. Das ist halt so. Sehr gut, ne? So ist doch prima. Wo waren wir stehen geblieben? Also nochmal. Das mit der Maschine hast du schon gesagt. Also der Arthur Jones, für den Normalverbraucher würde das sogar ausreichen. Der hatte Löwen in freier Wildbahn beobachtet. Und demzufolge hat er gesagt, ein Krafteinsatz muss möglichst explosiv, schnell und kurz sein, von kurzer Dauer, weil halt wie beim analog beim Sprinter oder Marathonläufer halt die Muskulatur sich dann stärker ausdehnt. Ja. Auf den Denkfehler gehen wir jetzt nicht ein, aber Fakt ist, das Training, was man heute in Verbindung mit diesen Maschinen, jetzt wird es aber wirklich laut. Excuse me. Let's, excuse me. Sorry. Perdona. Can I make it? Warte. It's loud, it's just filming. And you listen, you hear everything. Das ist typ, oder? Und du machst gar keine Platte. Das ist in Spanien. Ja, du machst keine Platte. Das ist so. Ja, ja. Das ist so. Ne? Also, wo waren wir stehen geblieben? Schnell und explosiv muss es sein. Ja. Und für Normalverbraucher hätte es ausgereicht. Also in einem Durchgang nach dem Motto der ersten Wiederholung werden auch gleichzeitig das Aufwärmen. Man bräuchte keine Aufwärmsätze. Und man müsste halt unbedingt zum Versagen gehen, nach dem Motto, weil dann halt über die Satzdauer, die Satzlänge oder in der letzten Wiederholung beim Versagen alle Fasern rekrutiert werden. Aha, ja genau. Das war der springende Punkt. Ja, okay. Ja. So, und dazu hat er halt dem lieben Mike und seinem Bruder hat er schön die Birne weich geredet, bis sie das dann auf. Und Mike Menzer, wer nicht weiß, wer das war. Das war, man titulierte Mike damals als Intellektuellen. Das ist ungefähr dann so als Schimpfwort zu sehen. Ist natürlich jetzt nicht mein Schimpfwort. Ich finde Mike natürlich super. Sprich, im Bodybuilding ist das so wie in dem Film bei, wie ist er mit Enemy, wie heißt der, Enemy Mine? Enemy Mine? Enemy Mine hieß der Film, aber ich weiß nicht, worum es geht. Wie hieß der Film nochmal? Mit dem Sänger, Eminem. Mit Eminem? Dieser Film, dieser Rap-Film, wo die sich im Bett liefern. Eight Mile, genau, mit der, die bei 9,5 Wochen mitgespielt hat. Kim Basinger. Kim Basinger, ja. Ja, genau. Kannst du dich erinnern? Wer gewinnt am Ende das Battle? Natürlich Eminem. Hast du den Film gesehen? Ja, natürlich. Und warum gewinnt er? Weil er ein Außenseiter war? Weil er nicht schlau war? Nein, weil sein Gegner Nachhilfeunterricht genommen hat. Hast den Film nicht mehr in Erinnerung? Das ist doch so lange her, Mann. Verstehst du? Der eine hat dem anderen seine Olle weggeballert. Die haben sich stundenlang beschimpft. Und der verliert das Battle, weil er Nachhilfeunterricht genommen hat. Weil er ein Lauch ist, ein Nerd, verstehst du? Das heißt, es ist ganz wichtig zu verstehen, in der Welt, wo so Männer wie ich rumlaufen, ist man ein Lauch oder ein Nerd, wenn man sich bildet. So, das heißt, der Mike Menzer war tatsächlich einer der wenigen Bodybuilder, der sich gebildet hat und kein Blödi war. Bücher gelesen hat ne? Und sich dafür interessiert hat und deswegen sich quasi schon zum Außenseiter gemacht hat. Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Er war den Leuten schon suspekt. Ja, ne? Wie kann man denn Nachhilfe nehmen? Das gibt's doch gar nicht. Den Mike Menzer sieht man übrigens im Pumping Iron. An der Szene, wo der Arnold reinkommt, steht da eine Theke und trinkt einen Shake. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, um Gottes Willen, den Bauer aus Österreich, den Film so heute, um mich, den super gebildeten Psychologiestudenten, den lassen sie links liegen, ja. Okay, so viel nochmal zum Hintergrundwissen zurück. Der Mike hat die ganze Sache also sehr geschluckt und sich dementsprechend wirklich fürchterlichst am Eisen gequält und im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode trainiert. Ja, und aber 1985 hatte dann der liebe Arthur Jones eine Studie gemacht, eine Untersuchung. Und zwar hat er halt, also nochmal, man nahm ein sehr, sehr schweres Gewicht,
Mike Menzer nannte die Sache ja dann auch Heavy Duty, der wandelte das ein bisschen ab, auch auf freie Gewicht, aber auch unter der Sache mit dem Versagen. Ja. Und noch ein paar Intensitätstechniken, Intensivwiederholung, Negativwiederholung, bitte nicht kaufen, die Bücher ist Anstiftung zur Körperverletzung. Ja, ist kein Fakt. Ich habe es auch gelesen. Ist Fakt. Ja, jeder gelesen und jeder, der danach trainiert hat, hat einen Preis bezahlt. So. Und 1985 hat dann der liebe Arthur Jones eine Studie gemacht und da hat er nämlich rausgefunden, dass wenn man statt dieser 6 Wiederholungen am Stück oder 6 bis 8 am Stück eine Pause dazwischen macht, ist die Mehrzahl der Probanden kommt bei teilweise 20 oder gar über 30 Wiederholungen an. Aha. Merkste. Das heißt, es ist wahrscheinlich aufgefallen, dass das irgendwas mit etwas zu tun hat, was man sportwissenschaftlich anaerobe Ausdauer nennt. Und diese anaerobe Ausdauer ist limitiert. Die ist begrenzt. Mhm. Ja? Und die ist individuell genetisch unterschiedlich. Und diese anaerobe Ausdauer ist leistungsbestimmt. Das heißt, die anaerobe Energiebereitstellung im Muskel limitiert die Satzdauer. Das heißt, je höher die Gewichtshöhe, umso kürzer wird praktisch der Satz. Natürlich. Ja, und das heißt, die Sache mit dem Versagen, um darauf nochmal zu kommen, wäre dann ganz einfach. Ich nehme jetzt ein Gewicht, mache es ganz langsam. Wenn es sehr hoch ist, ist der Satz sofort zu Ende. Ja. Weil du bist ja sofort beim Versagen. Ja. Wenn es also funktionieren würde, würde es ja heißen, du bräuchtest nur irgendein riesiges Gewicht nehmen, ganz langsam machen, hast versagt, hey super, wir sind Mr. Olympia. Ja. Und das ist natürlich nicht aufgegangen, weil keiner so trainiert. Mhm. Ja. Im gleichen Jahr hat dann der liebe Arthur Jones, also 1985, seine Maschinenfirma Nautilus, hießen die Maschinen, kennt man noch diese riesigen Dinger, ja. Hat die verkauft, ja, für, ich glaube, $1 Milliarde. Ich habe das irgendwo stehen, wie viel das war. Also im selben Jahr, Zufall, gute Frage, ne? Und seitdem ist das Konzept so umgeschwenkt, dass also nicht mehr dieser Satz mit sehr schweren Gewichten ausgeführt wird und auch nicht mehr mit einer langsamen zügigen Bewegung, sondern in einem super langsamen Tempo. Mhm. Das heißt, die Leute machen diese sogenannte Kadenz, 4 Sekunden positive, 2 Sekunden halten, 4 Sekunden negative. Ja. Bei einer Spannungsdauer von 60 bis 90 Sekunden, das sind so circa... Wird auch bei Kieser angewendet. Genau, und Kieser-Training, das ist ein ganz feiner Kerl übrigens, da kann man das machen, das ist also ein Konzept, das funktioniert, beziehungsweise für die breite Masse. Ganz genau, aber nicht für unsere Zuschauer zum Beispiel, die werden jetzt auch zu Kieser rennen und da trainieren. Die können ja theoretisch auch ein schweres Gewicht nehmen, dann eine Wiederholung, Pause, das nennt sich dann bei mir PTX. PITX? Ja, PITX. PITX ist die Version an Maschinen nach diesem Konzept, dass man mit der Kadenz arbeiten kann. Okay. Meine Stimme ist ein bisschen komisch, weil mein Mund gerade einfriert. Sehr kalt. Aber der will ja unbedingt ins Wasser mit mir planschen. Ja, ich bin das nicht so, ich bin das so warm nicht gewohnt. Ich finde es schweinekalt. Das heißt also, der Arthur hat gemerkt, dass sein Trainingskonzept jetzt irgendwie aufgrund der Studien nicht mehr ganz Nein, das hast du jetzt gesagt. Das hab ich gesagt. Hat sich auf jeden Fall, und das finde ich bewundernswert, er wird sich wahrscheinlich in dem Moment gefragt haben, irgendwas ist ja anders oder was ich geglaubt habe. Der Artikel lässt also darauf schließen, dass er doch irgendwo eine Einsicht hatte nach dem Motto, hey, es ist doch nicht alles so vollendet und super geil, wie er es immer halt in schriftlichen Abhandlungen runtergeplappert hat. So, ich weiß nicht, ob er es dem Mike gesagt hat. Ich denke aber doch, weil Mike Nance hat ja dann auch seit Mitte der 80er Jahre seine Klienten damit betreut, mit diesem super langsam. Ja. Ja, es gibt ja auch ein Video, was noch kurz vor Mikes Tod gedreht worden ist. Bei Mike Nance können es auch noch stundenlang drehen. Aber das lassen wir mal, ist auch ein toller Typ. Aber wie gesagt, leider Gottes auch ein tragisches Beispiel von der Abteilung, die sich wirklich im wahrsten Sinne kaputt trainiert hat. Ne? So, weil jetzt kommt der nächste Kasus Knacktus bei dem Thema Hit, fällt ja dann auch immer noch der Name Dorian Yates. Ja, das heißt, der liebe Dorian hat natürlich auch, wie viele Bodybuilding-Begeisterte oder vor allen Dingen die Ausnahmen, gelesen. Sprich, er ist auf die Abhandlung von Mike Menzer und Arthur Jones geraten. Und hat also von Anfang an, was sehr gut ist, schon immer mit etwas weniger Volumen trainiert, sehr den Fokus auf Kraft gelegt. Ja. Ja. Hat dann ungefähr 2 schwere Arbeitssätze gemacht pro Training bis zum Versagen oder gar darüber hinaus. Hat aber dann leider, und er war schon bevor Profi und Mr. Olympia war, auch sehr oft verletzt. Hatte sich also da auch sehr reingerannt. Hatte dann auch bei Mike, den mal besucht in Kalifornien, beim Probetraining. Mhm. Und sich das persönlich zeigen lassen, war dann so davon überzeugt. Und hat dann halt nach seiner Verletzung 1994 von seinem Bizepsriss, ist er dann im scheinlogischen Umkehrschluss von eben dieser Philosophie des Hit-Trainings auf die für ihn noch tragischere Lösung kommt, dass er nur noch einen Satz machen soll. Und noch härter und noch seltener. Ja. Also nochmal, das ist ein Gedankenfehler. Noch härter, noch kürzer, noch seltener ist pauschal. Pauschalisiert einfach nicht richtig. Mhm. Es kann nicht sein, dass man immer noch härter trainiert, weil nach hart kommt ab. Irgendwann kann man nicht noch härter trainieren. Ja. Und einfach zu sagen, kürzer wäre besser, funktioniert auch nicht, weil man muss ein gewisses Pensum haben. Ja. Ne? Und einfach zu sagen, noch seltener wäre auch besser, stimmt absolut nicht. Ne? Nee. Weil sonst würden Athleten nicht periodisieren oder teilweise 2 bis 3 Mal die Woche Muskel trainieren. Ja. Ne? Ja?
Es ist also immer alles irgendwo ein Konzept. Und dieses Konzept hat seinen Ursprung, seine Geschichte. Und das Tragische ist halt, wie ich schon angekündigt habe, dass es dann irgendwelche Bücher immer und ewig gibt. Oder irgendwelche Mythen. Ne? Ja. Sergio Oliver wurde ja auch unterstellt, er hätte Hit trainiert. In dem Buch, was ich dir gerade gezeigt habe, da schreibt er, er findet Arthur John sein Training langweilig. Ja. Das heißt, der Arthur hat sich den Sergio 1973 zwar nach Florida geholt und auch ein paar Wochen übers Eisen gejagt. Mhm. Ja? Aber er hat, das wäre dasselbe, als würden wir einen Nachmittag Tischtennis spielen und würden sagen, wir würden Tischtennisspieler sein. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja? Das ist also nicht richtig. Ja. Ne? Bei Casey Fiator ist es ähnlich. Ich habe also jeden Trainingsartikel von Casey Fiator. Ich habe auch Casey Fiator persönlich getroffen. Ja? Und Casey hat vielleicht bei diesem tollen Colorado-Experiment, wo er auf seltsame und magische Weise mal eben hunderte von Kilos zugelegt hatte, ja. Ja, hat er vielleicht unter Arthur Jones Anleitung trainiert, aber er wird niemals so trainiert haben, wie man heute dieses Training ausführt, ja. Und auch niemals so, wie Mike Menzel es gemacht hat. Ja. Und es ist also, wie gesagt, alles so eine Ansammlung aus Geschichten und Mix und hin und her. Und dann wird halt immer irgendwas pauschalisiert. Vieles ist also irgendwo richtig, irgendwo ist vieles sinnig, aber vieles ist auf eine Weise falsch, dass halt ein Leser oder ein übermotivierter, übereifriger Trainierender sich damit leider in Gefahr bringen kann. Ne? So, jetzt fassen wir nochmal zusammen. Ganz tragisch wird es dann, wenn Leute, die noch nie einen Kraftraum von ihnen gesehen haben, geschweige denn Bodybuilding-Wettkampf oder sich überhaupt in real mit der Materie beschäftigt haben, an der Uni rumlaufen, ja, oh ja. Und dann über so ein Buch stolpern, ne? Ja. Und dann aus Respekt vor diesem einen wenigen Bodybuilder, der gelesen hat, und weil er ja ein Philosophiebuch gelesen hat, ist er natürlich sofort hyperintelligent. Mhm. Ne, aus Respekt und Ehrerweisung über die Sache dann Zeit ihres Lebens Studien machen und Abhandlungen und auch noch einen großen Titel geschenkt bekommen, aber leider es verpasst haben, einfach mal in die reale Welt zu gehen und dort mal irgendwo nachzufragen. Praktische Anwendung. Das heißt, wir haben hier mehrere Sachen, die aufeinander knallen. Ja. Jemand, der so einen Titel hat, genauso wie gerade die Sache mit dem deutschen Meister, ja, hat mein Training. Verstehst du? Ah, wir haben immer die Sache mit dem Hochmut, mit der Nicht-Akzeptanz. Dann kommt irgendeiner, der ist aber nur Bodybuilder, der ist eben nicht studiert. Ja. Oder der hat einen dünneren Arm. Oder der ist Diplom-Ingenieur. Ja. Und der wieder nicht. Verstehst du? Meinung zu haben ist das eine, aber Leute überzeugen zu können oder erreichen zu können, wieder was ganz anderes. Mhm. Und dass Leute ihre Meinung ändern, hat dann auch wieder noch was damit zu tun, dass teilweise ihr Unterhalt davon abhängt. Dorian Yates würde niemals sagen, oh yo, ich habe damals zu hart trainiert. Oh scheiße, dass der Mike mir nicht erzählt hat, dass das in echt ja ganz anders war und so nicht funktionieren könnte. Ne? Aber ich habe das halt immer so gemacht, wie er gesagt hat. Habe mich kaputt trainiert. Ja, und jetzt empfehle ich den Leuten aber lieber ein anderes Training. Das wird er nie machen. Wird er nicht? Er ist dafür bekannt und das ist er. Er ist Blatt im Ganz. Jeder, der zu ihm hinkommt, der reißt ihm den Arsch auf. Ne? Hat sicherlich was Gutes, wenn ein faules Schwein zu ihm kommt. Aber für jemanden, der bereits schon sehr intensiv trainiert, kann das nach hinten überkippen. Ne? Also ich kann dir sagen, Carsten, ich habe... Und das meine ich, verstehst du, er wird niemals sagen, nee, das, wie ich das gemacht habe, war ein Touch too much. Ja, ja, klar. Das kannst du von so jemandem nicht verlangen. Naja, ne? Was heißt, kannst du nicht verlangen? Ne? Ich persönlich würde es wahrscheinlich machen. Ich würde sagen, pass auf, Leute, war scheiße. Er lebt davon. Ja, gut, okay, davon. Das ist richtig. Er lebt davon. Ne? Ich habe 6 Wochen mal Pit trainiert, Hit trainiert, also ein High-Intensity-Training. Und ich muss sagen, also erstmal gerade beim Beintraining, ich bin... Hast du das mit den 60 bis 90 Sekunden gemacht? Wie habe ich das gemacht? Das ist es. Welches Hit machst du? Weißt du, was ich meine? Guck mal an Mike Menzel, pass auf. Mike Menzel hätte sagen müssen, wow, Dorian macht Hit, macht man Heavy Duty. Trainiert, er hat es bewiesen, ist der geilste. Also ich hab, nein, was hat Mike Menzel in seinem letzten Interview vor seinem Tod gesagt? Dorian jetzt trainiert keinen Hit. Er benutzt Schwung. Merkst du? Mhm, okay. Siehst du? Also ich habe... Wer hat jetzt die trainiert? Ja, ja, okay. Welches Hit hast du gemacht? Ja, welches Hit? Also ich habe einen Hit gemacht mit 12 bis 15 Wiederholungen, welches ja resultiert in einer Satzdauer von, sagen wir mal, 60 Sekunden auf jeden Fall, ja? Also das mit ohne Kadenz. Ohne Kadenz. Ja. Bei welcher Übung? Bei fast allen. Mhm. Und ich habe es 4 bis 6 Wochen gemacht, das hat mir auf eine krafttechnisch überhaupt nichts gebracht. Und vor allen Dingen, ich habe mich so abgeschossen, ich habe mit Trainingspartner mit Hilfe gearbeitet, ich war einfach fertig. Also ich glaube, für Normalverbraucher ist es unmöglich, das in den Alltag mit einzubauen, wie gesagt, weil er einfach so kaputt ist. Es hört sich fantastisch an, du liest das Buch, du bist in einem Jahr ihr genetisches Potenzial. Das klingt schon geil. Wir sind übertrainiert und jetzt kommt die Lösung. Und weil die Steroide nehmen, klappt's. Und sie brauchen keine und dann wären sie genau. Man liest sich in eine Sache rein, fanatisch. Ja, das ist ganz geschickt gemacht. Ja, ja. Das kann man den Leuten nicht übel nehmen, die es geschrieben haben. Die waren sehr leidenschaftlich und davon überzeugt. Ja, ja. Aber es sind halt Dinge, wo irgendwo einer mal sagen müsste, hey, stopp, so geht's nicht, sowas nehmen wir vom Markt. Ne? Ja. Boah, ich zitter mir einen. Ja, wie gesagt, ich kann dir Muskeltraining empfehlen. Da friert man nicht so schnell. Da wird Zeit. Wenn ich dich sehe, dann trainiere ich mal doppelt das jetzt. Ne?
Nein, also man kann über alles eine riesige, lange Geschichte erzählen. Oder machen wir es kurz. Ja, mach's doch mal kurz. Wir machen eine Studie. Ein Jahr lang. 10 Teilnehmer machen Kreuzheben bei einer Kadenz. 4 Sekunden rauf, 4 Sekunden runter bis zum Versagen. 10 Teilnehmer machen Pitfalls mit einer Wiederholung. Also nach dieser 10 bis 20 ja. Wiederholungsformel. Ja. Und eine Gruppe macht reguläres Volumen oder was weiß ich. Ja. Die erste Gruppe kommt nach ein paar Wochen nicht mehr zum Training. Aber wie Studie beendet. Die erste Gruppe kommt einfach irgendwann nicht mehr. Verstehst du? Es ist an der Umsetzbarkeit auf Dauer scheitert. Sag jemand, der so Kniebeugen und Kreuzheben bis zum Versagen macht. Ja, das ist bei einer Kadenz. Also was soll's? Worüber reden wir hier? Ja, stimmt. Das ist völlig realitätsfremd. Ja. Ja. So, und jetzt geht's zu einem Sportler. Ja, ich nehme dich. Setz dich an eine Maschine und sagst, du sollst 1, 2, 3, 4. Na, dritten Wiederholung sagst, weißt du was, Carsten, du kannst mir am Arsch schlägen. Das ist mir zu langweilig. Ja. Das heißt, selbst wenn es klappen würde, ist es einfach Fiktion. Weil keiner so trainiert. Ich habe jeden, der in dem Buch, in diesen Büchern drin ist, habe ich live getroffen, vollgelabert. Du merkst, ich kann das. Ja. Ich habe den Klavier ans Ohr gelabert, habe den alles aus der Birne rausgesogen. Ja. Und es war immer dasselbe Bild. Die Leute haben für ein paar Wochen so trainiert oder gar nicht. Ja. Und das ist, wie gesagt, nicht gegen diese Person, die Bücher schreiben oder die Fahne dafür hochhalten, sondern es geht einfach darum, dass Leistungstrainieren, also unsere Sparte, von gewissen Dingen einfach ihre Finger lassen soll. Ja. Und dann haben wir ja noch die Sache... Wir haben so viel nicht angesprochen. Dann haben wir Verletzungsrisiko. Was? Bei einem HIIT-Training. Brutal wesentlich hoch. Höher. Wesentlich höher. Wesentlich höher, weil die Scheinlogik ist, in der letzten Wiederholung beim Versagen werden alle Fasern rekrutiert. Und deswegen ist es die sicherste Wiederholung. Das ist natürlich der absolute völliger Trugschluss. Ja, weil jeder, der ein bisschen Ahnung von den Wörtern Koordination hat, ausgeruhter Zustand, ne? Verletzungsanfälligkeit bei starker Erschöpfung, der weiß sofort, das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Die wird die gefährlichste Wiederholung. Genau. Ja, und das ist genauso wie die Sache mit dem Halten in der Spitzenkontraktion. Wer ein bisschen Ahnung hat von Muskelanatomie, der weiß, in der Endkontraktion ist der Muskel am schwächsten. Ja, das heißt, wenn ich ein Gewicht, was ich vorher nur leicht mit Schwung dorthin gebracht habe, versuche zu halten, dann reißt es mir irgendwann alles weg. Ja. Und das ist auch meine Überzeugung, warum Doran Jetzt sich dann praktisch wirklich alles irgendwann weggerissen hatte. Ne? Weil hätte er das nicht so gemacht und einfach nur mal schwer und hart trainiert und der Mann war sowieso stark für 3 Jahre, dann hätte er noch viele, viele Jahre gewonnen. Ne? Bestimmt noch 3 Jahre. Ja. Aber stimmt, im Wasser ist es ein bisschen wärmer. Ja. Je tiefer man geht. Aber das ist gut für die Fettverbrennung, oder? Nee, überhaupt nicht. Boah, jetzt kommen wir nicht mit sowas. Weil das steht, pass auf, da sind wir bei diesem. Oh, da sind wir bei meinem absoluten Liebling. The 4-Hour Body. Ne? Das ist so ein Typ, der sieht ungefähr aus, so breit wie ein Flitzebogen. Ja? Kann aber labern wie ein Versicherungsträger. Dem steht aber auch der Schalk ins Gesicht geschrieben. Ja. Gib mal ein. Nee, so ein. Gib ihn ja, du machst gerade Werbung für den. Ja. Jetzt machen wir hier mal Schluss. Jetzt nehme ich mal die Position hier an. Aber man muss sich einfach bewegen. Komm, wir können noch ein bisschen quasseln. Jetzt bin ich gerade warm. Jetzt bist du warm. Ja, dann mach ich ein neues Thema. Worüber reden wir? Komm. So, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr mehr von dem Chaoten sehen wollt, dann. Guckt aber bei Carsten Pfützenreuther. Gar nicht so schlecht für einen alten Mann, ne? Für so ein bisschen Reha und so? Ja, Anti-Aging. Ich denke auch, Anti-Aging. So eine Anche, aber ohne, also meine Haare ekelhaft. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich noch rasiert. Ach, du machst auch so eine gute Figur. Mit Haaren trotzdem aber gut wir aussehen. Wir haben ja auch Zuschauer, die auf behaarte Kerle stehen. Ja. Ne, behaupte ich mal. Ne? Behauptest du? Ja. Sowas gibt's bei mir nicht auf dem Channel. René Hau, mach's gut. Tschüssi. Ciao.